Hallo und herzlich willkommen in Schnubbis Playground. Mein Name ist Schnubbi und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. So, und da bin ich auch wieder mit Assassin's Creed Revelations. Im letzten Teil haben wir hier ein wenig geflirtet und nebenbei noch den ersten Schlüssel besorgt. Und ja, bevor ich jetzt lang quatsche, weil ich sowieso nicht weiß, wie es weitergeht, würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was uns jetzt noch so erwartet. Yusuf, salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Das ist ja mal beruhigend, dass die Ratten kaum größer als Hunde sind. Diese Schnellreise möchte ich jetzt mal nicht benutzen, weil ich auch ein bisschen hier von der Map sehen will und vielleicht sogar ein paar neue Rekruten finden. Zuallererst mal komische Vorstellung. Den Turm hier wieder entdecken. Da. Das geht doch gleich viel schneller. Komisch, dass das eben nicht ging, da musste ich dann ausweichen, aber gut. Das geht schon wieder nicht. Jetzt aber. Das nicht mal ein Ausblick ist. Also da muss ich ja immer mal wieder betonen, dass die Jungs da von Ubisoft ordentlich was geleistet haben mit dieser Stadt. Nicht alle Spiele sind so schön mit Liebe zum Detail und so aufgebaut. Das ist schon was Besonderes, wie ich finde. Jetzt mal hier vorne zu diesem Buchsymbol laufen. Kleinere Grafikfehler, verzeiht man da nochmal. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Schneller! Verliert ihn nicht! Schneller! Rennt schneller! Schnell! Ist so blöd, eine Kante runterzulaufen, oder was? Nicht mal was, nicht mal Geld hat er dabei, also zumindest nicht genug. Fast daneben gesprungen. Ah, da vorne gibt es scheinbar einen Bezirk der Templer einzunehmen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ich zu diesem Buchsymbol laufen. Was treibt er da? Ganz gechillt lässt er sich abstechen.
Probieren wir mal den neuen Assassinen aus. Komm. Na, geht doch. Andere arbeiten lassen und dann selber plündern. So gefällt mir das doch. Bestimmt irgendwo ein Brot, das ich benutzen kann, um rüber zu schuppern. Das müsste gehen. Dann habe ich nachher auch einen Grund, diesen Tunnel mal auszuprobieren. Die passt nicht ganz, weil es nicht regnet, aber das ist ja egal. Und der weise Prinz Ahmed haben einen neuen Wettbewerb für die Gießereien der Stadt entworfen. Baut die große Kanone. Ein Auftrag für mehrere neue Waffen geht an die Hütte, welche die größte Kanone bauen kann. Gute Menschen, wir haben Grund, hier oben zu sein. Ach, laber mich nicht dicht da oben. Danke. Jetzt nicht mehr hoch. Said der Sanfte hat die feinsten Seiden in Konstantin. Und auf diesem gesamten Weg, den ich bis jetzt zurückgelegt habe, habe ich noch nicht einen einzigen Bürger in Not gesehen. Kann ich doch bestimmt den Turm kaufen, oder wie? Diese Wahrzeichen, nicht ganz genug Geld. Das ist dann nur das Zeichen für das Hauptquartier. Sehen, ob man hier noch was machen kann. Interagiere. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Oh. Was ist denn hier los? Reise in die Vergangenheit, oder was? Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß.
Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar, ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair, wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg. Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals. Abbas, keine Fehler. Cool. Also das sieht auf jeden Fall nach Spaß aus. Bei meinem Glauben. Ich bin zu jung, um mich zu haben. Er entkommt uns weg. Duftet. Mit. Von wegen, da schaffe ich nie. Jetzt war ich ja hier. Durchkämpfen könnte, bis die Gegner alle sind, also laufe ich immer mal los zu Bi. Warte mal, Mami. Ziemlich gut bewaffnet, nicht wahr? Voll in den Schritt. Was ist hier geschehen? Du kommst uns hier. Verdammt, er entkommt uns! Ergreift ihn! Stimmt so? Komische Erscheinung. Verdammt! Feigen, ich verliere ihn! Was soll denn das? Ah, das ist aber nett, dass er zu mir runterkommt. Ich laufe einfach mal weg. Die scheinen eh nicht zu sterben gerade. Bin da, Bruder! Aha, pack den! Den Kreuzhändler unentdeckt eliminieren. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher.
Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Gucken hier, irgendwo müsste das hier hochgehen. Das war runter, nicht hoch. Hier komme ich ja trotzdem nicht rein. Was soll denn das? Das war knapp. Jetzt gilt es noch herauszufinden, wo ich überhaupt lang muss. Oh, peinlich. Da ist ein Gerüst. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht, oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder! Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Sagt mir, was ihr über den Edenapfel wisst. Sagt mir, wo ihr nach ihm sucht. Das ist doch nur ein kleiner Preis, um das zu bewahren, was ihr hier errichtet habt, oder? Selbst wenn ihr das Artefakt findet, was hättet ihr davon, ha? Ihr habt weder das Können noch die Abstammung, um seine Macht zu entfalten. Für euch ist es eine verführerische und mächtige Waffe, ja, aber mehr nicht. Wo kommt ihr hier? Man sollte denen nicht erlauben, hier alles zu verschwinden. Der Sprung war doch zu weit, ich hätte sogar langsam machen müssen. Ach nö, ganz normal. Ja. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Ja, vielleicht kann ich jetzt wenigstens einen mehr retten von denen, die da exekutiert werden. Ach, noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich.
Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht, oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder! Und warten, bis er seine Runde vollendet hat. Ich mich wieder in Ruhe ausschalten kann. Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Sagt mir, was ihr über den Edenapfel wisst. Sagt mir, wo ihr nach ihm sucht. Das ist doch nur ein kleiner Preis, um das zu bewahren, was ihr hier errichtet habt, oder? Gut, hab ich dich. Selbst wenn ihr das Artefakt findet, was hättet ihr davon, ha? Ihr habt weder das Können noch die Abstammung, um seine Macht zu entfalten. Für euch ist es eine verführerische und mächtige Waffe, ja, aber mehr nicht. So, drei Männer starben, weil ihr nicht sprechen wollt. Euer Schweigen bis. Wo man solche Mäntel? In Isfahan? Geht doch. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, alter Ehr. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm. Engstirnig. Nein. Stimmt meistens. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahinscheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Alter Ehr, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Oh, Scheibe, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hätte ich wohl doch alle bekämpfen müssen. Nein, war egal. Wichtig ist ja nur, dass wir die Mission geschafft haben, beziehungsweise die Rückblende. Ah, dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frag ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Das, mein guter Erziehungs, ist eine sehr gute Frage. Und was die Antwort auf diese Fragen ist, werden wir dann in den nächsten Teilen sehen. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!